Freunde, grüßt euch, servus, habe die Ehre, sind wir wieder beieinander, schön, freut mich. Gut, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt und weiter geht's natürlich mit unseren Flak-Videos. Und da kommen wir hier zu einem ganz, ganz netten Fahrzeug. Es ist aus dem japanischen Baum und es ist die Flak-Soki. Übersetzt heißt es so viel wie Flugzeuge abschießen. Ja, Spaß beiseite, Leute. Das Ding, ja, das ist also so ein Gefährt für die Westentasche, sage ich jetzt mal so. In das Aktenköfferchen gepackt und dann fährt man zum Kriegsschauplatz, macht den Aktenkoffer auf, packt das Ding aus und fährt ein wenig draußen rum. Hat ein Battle Rating von 3.3, man staune und höre, ne? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit eigentlich, dass so ein kleines Gefährt so ein Battle Rating hat, aber das Ding ist super. Ich will also da nicht spoilern, aber ich glaube, ich habe mindestens zwei Flugzeuge runtergeholt. Na, Schmann, es war schon, glaube ich, mehr insgesamt. Schaut euch einfach mal das Video an. Ihr werdet bestimmt noch drüber lächeln über dieses kleine Fahrzeug. Das hat es also faustdick hinter die Ohren. Ja, und dann schauen wir doch einfach mal wieder rein, so was die Geschichte drüber weiß über dieses Autole. Und vorweg muss ich sagen, das ist jetzt hier also kein normales Match in War Thunder, sondern das ist so eine Sondermission, würde ich jetzt fast sagen. So ein Spiel, was man sich ja dauernd reinziehen kann. Da geht es also darum, dass man mit Panzern oder Flugabwehrfahrzeugen hier an dem Spiel dran teilnimmt, und ich glaube, da kannst du so oft einsteigen, wie du willst. Und wichtig ist, dass die Feinde, die KIs, die aus verschiedenen Richtungen kommen, deinen Punkt, wo du hast, also dieses blau eingezäunte Gebiet hier, dass das nicht überrannt wird vom Feind, das muss freigehalten werden. Ja, ist ein recht lustiges Event. Und man kann also gut Silverlines unter Umständen farmen. Die Fahrzeuge kosten nicht viel. Ein bisschen was muss man investieren, ja, aber unterm Strich kommt immer positiv was raus dabei. Das habe ich einmal gespielt, weil ich da immer gewusst habe, dass recht viele Flugzeuge kommen. Aber natürlich kommen auch tausende von Panzer von allen Seiten, dass man also gar nicht weiß, ja, was soll man eigentlich tun und wo soll man sich hinstellen. Aber gut, nichtsdestotrotz müssen wir uns jetzt mal hier mit der Geschichte beschäftigen. Und zwar der Typ 95, so wird er auch genannt, der Soki, ist also ein Schienenpanzerwagen. Soki, ne, heißt er. Und japanisch Kyogo Shiki Soko Kidosha. Ja, okay. Wer es übersetzen kann, mag das bitte tun und schreibt es mir in den Kommentar, was das so genau heißt. War ein japanischer leichter Panzer im Zweiten Weltkrieg, der geländetauglich und außerdem als Schienenfahrzeug einsetzbar war. Er wurde 1935 bis 1945 vom kaiserlich-japanischen Heer eingesetzt. Der Typ 95 Soki wurde 1935 als Zwei-Wege-Fahrzeug entwickelt, um Eisenbahntrassen in nicht gesicherten oder in gefährdeten Gebieten zu schützen und zu überwachen. Dazu wurde ein gepanzertes Fahrzeug entwickelt, das sowohl Gleisketten als auch Eisenräder besaß. Ja, hier können wir leider Gottes bei Gaijin auf keiner Schiene langfahren, ne? Schade, das wäre es natürlich noch gewesen. Haupteinsatzgebiet des Sokis war die Überwachung der Schienenwege in Mandschukuo und den besetzten Gebieten in China während des Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieges. Eine Soki wurde auch im japanisch besetzten Burma eingesetzt.
Im Innenraum des Panzerwagens war eine Vorrichtung angebracht, mit deren Hilfe die Schienenräder angehoben und abgesenkt werden konnten. Um von Schiene auf Geländemodus umzuschalten, benötigt der Soki ca. eine Minute. Umgekehrt dauert das Ausfahren der Schienenräder und Aufsetzen auf die Schiene ca. 3 Minuten. Also da haben dann also die Leute hinten und vorn angepackt, haben das Ding hochgehoben und dann auf die Schiene gesetzt, ne? So ungefähr. Die Spurweite der Schienenräder konnte auf 3 unterschiedliche Breiten eingestellt werden. Schmal, Standard und Breit. Leute, die haben damals, weiß ich, schon einen Kopf gemacht, ne? Wenn du das so überdenkst, ne? 1935 haben die das fertig gebracht, so ein kleines Auto zu bauen, welches in der Lage gewesen ist, Schmalspur, Standardspur und Breitspur zu benutzen. Wenn die Deutschen das geplant hätten, also damals, hätte es auch funktioniert. Heute, wenn die Deutschen so eine Eisenbahn konstruiert hätten, hätten sie festgestellt, dass sie wohl in manchen Erdteilen dieser Welt mit ihrem Zug nicht weiterfahren können, weil die Spurbreite nicht stimmt und sie ja die verkehrte eingebaut haben. War jetzt wieder gehässig, aber ich glaube, so sind sie bei uns, ne? Im Gelände hatte der Panzerwagen eine Reichweite von ca. 120 km. Diese erhöhte sich beim Schieneneinsatz auf 235 km. Im Gelände wurde eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h erreicht, die auf der Straße bis auf 30 erhöht werden konnte. Zog der Typ 95 Soki auf Schienenwaggons hinter sich her, lag die Höchstgeschwindigkeit bei 40 km/h. Ohne Anhänger konnte auf Schienen bis zu 72 km/h erreicht werden. Hey, stellt euch das mal vor, das kleine Moggerl, das fährt 72 auf der Schiene. Hey, da denkst du, da kommt der D-Zug an dir vorbeigefahren, ne? Die Panzerung des Fahrzeugs betrug an ihrer stärksten Stelle 8 mm. Also Leute, 8 mm, also ihr braucht keine Angst haben. Es kann jeder Panzer kommen. Jedes Flugzeug kann kommen. Ihr braucht keine Angst haben. Ihr werdet nicht überleben. Ihr seid dem Tod geweiht. Bei 8 mm, ja, 8 mm, das ist, das ist so viel, ne? So 8 mm so, ne? Also 5 mm und 3 mm sind dann 8 mm und dann kann man sich das vorstellen vom Lineal, ne? 8 mm, Leute, da setze ich mich doch in eine Konservendose, ne? Ich glaube, da bin ich schon fast besser geschützt. Weil wer will denn auf 500 Meter eine Konservendose treffen mit dem Panzer? Kein Mensch. Ha, also bin ich doch geschützt. Gut, machen wir weiter. Der Soki verfügte über keine Bewaffnung. Haha, da schaut ihr mal einer an. Verfügte über keine Bewaffnung. Und mit was schießen wir hier? Komisch. Zur Verteidigung musste die Besatzung bestehend aus Kommandant und bis zu 5 Soldaten auf ihre Handfeuerwaffe zurückgreifen. Insgesamt wurden 121 Typs und 95 Sokis hergestellt. Ja, das sagt die Geschichte halt, das sagt Wikipedia, ne? Das ist halt eben der Soki, ne? Der halt auch noch in anderen Formen natürlich vorliegt. Es ist natürlich nicht so, dass es den nur als Flakpanzer gegeben hat. Das habt ihr ja jetzt gehört. Dass das also auch ein Mannschaftswagen war, der zur Überwachung eben im Gelände und auf der Schiene eingesetzt war. Und dann hat man halt natürlich ein Kanönchen drauf gebaut. Ein Flak, ne? Also nicht ein Flak drauf gebaut. Ach, Schmann. Ein Flak ist ja eben ein Flugabwehrgerät, ne? Sondern man hat halt da Maschinengewehre oder Kanönchen drauf gebaut und sobald das Ding dann so Richtung Himmel schießen konnte, dann hieß das Ding halt Flak. So. Wie ist das? Das habe ich euch aber wieder gesagt, gell? Und der Geschützverschluss ist auch wieder mal im Eimer. Und ich bin auch gleich im Eimer. Passt mal auf. Dauert nicht mehr lange. Dann wird es mir Angst und Bange. Und dann gehöre ich der Katze. Oder? Was ist das da hinten für ein Auto, was kommt?
nichts Gutes. Das schaut ja wieder bass aus. Ja, jetzt bin ich natürlich gleich im Eimer. Und vorfahren und schießen und in die Luft gepumpt mit dem M4. Der M4, ja, gegen den habe ich natürlich logischerweise keine Chance. Das ist so klar wie klare Kloßbrühe. Ja, und die da hinten, die kann ich auch nicht treffen, weil die sind ja über 1 Kilometer weit weg. Das haut mit meiner Flak also da nicht so richtig hin. Da braucht man natürlich schon eine ganz andere Wumme. Aber das ist wirklich ein niedliches Fahrzeug, muss ich sagen, Leute. Mit dem kann man auch leicht gepanzerte Fahrzeuge vernichten. Wie gesagt, ich habe halt immer auch panzerbrechende Munition drinnen in meine Fahrzeuge hier. So weit wie möglich. Weil was will ich mit Geschosse, die 2 mm durchschlagen können, wenn dann irgendwo hier vielleicht einmal ein feindlicher Panzer auftaucht, ne? Da brauche ich gar nicht drauf schießen, weil das ist nutzlos. Also habe ich immer die panzerbrechende Munition drinnen. Das ist natürlich ein Handicap, wenn man auf Flugzeuge schießt. Da sollte man halt wirklich die andere Munition nehmen. Aber das könnt ihr ja ausprobieren im Spiel, was euch besser taugt und mit welcher Munition ihr die besseren Erfolge habt. Ja, das ist so genau das Fahrzeug für mich hier. Würde auch sogar in meinen Garten passen. Oh, habe ich wieder mal einen Baum niedergemacht. Jawohl, da bin ich ja großartig drinnen, in Bäume zersemmeln. Wer hat die Initiative? Wir haben sie. Echt? Ich weiß gar nicht, ob wir das Spiel damals gewonnen hatten. Und der Flitz, der Kleine, der flitzt rum. Den kann ein Panzer aus weiter Entfernung möglicherweise gar nicht abschießen, da diese Flak, weil die so schnell fährt, dass der gar nicht weiß, wie weit das er vorhalten muss. Ja, das ist auch wieder über 1 Kilometer weg, da werden wir nichts treffen. Musst du immer aufpassen mit dem Autole hier, ne? Die kleinste MG-Salve und ja, das war's halt dann, ne? So, der Flieger kommt. Schauen wir mal, wie weit und wie nah das herankommt. So, und ab 2 Kilometer ein paar Salven machen, damit er aufmerksam wird auf mich. Vielleicht lenkt er auf mich ein. Ja, das haben wir noch geschafft, ne? Das Einzige, was mich an dem Auto stört, ist eben diese Schusssequenz. Der haut ganz schön raus, also da kann man nichts sagen. Aber es kommt halt dann die Phase des Nachladens. Und meistens ist die dann immer dann da, die Nachladephase, wenn das Flugzeug ja recht nah ist, ne? So, Flugzeug kommt, ne? Also die Flugzeuge, die mich umkreisen, die hasse ich dermaßen, weil du sie einfach fast nicht treffen kannst. Das ist furchtbar, ist das. Da habe ich mir so oft schon den Kopf drüber gemacht, wieso treffe ich die dann nicht? Wenn ich natürlich in das Haus rein schieße, ne? Abschusshilfe, ne, ist es wenigstens ein bisschen was, ne? Könnte schlimmer ausgehen. Aufklärer. Na gut, gibt halt auch wieder ein paar Pünktchen. Ja, Leute. Und das kleine Gefährt, ne? Dieses kleine Gefährt hat ein Battle Rating von 3,3.
Und wenn wir dann unser Sonder-Kfz anschauen, 6-2, das hat ein Battle-Rating von, ich glaube, weniger wie 3,3. Und wie groß das ist, ne? Und was das für ein Kanönchen drauf hat. Ja, gibt schon gewaltige Unterschiede hier bei Wafanda. So, den holen wir runter. Gut, nicht? Schreibt mal in den Kommentar, ob wir den schaffen. Ja, war, hat bloß zu Treffern gelangt. Okay, braucht ihr nichts schreiben. Sei euch erspart. Aber das kleine Autole hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ihr müsst halt immer sehr, sehr aufpassen mit eurer Munition, denn die Fahrzeuge führen ja nicht Munition im unendlichen Stil mit sich, ne? Irgendwann ist halt einmal die Munition aufgebraucht. Und da solltet ihr euch vorher mal einen Kopf drüber machen, ob es auf dieser Map vielleicht schon irgendwelche Cap-Points gibt, die schon von eurer Crew erobert worden sind. Oder von eurem Team vielmehr. Dann solltet ihr euch dann vielleicht auch langsam mal in Richtung dieses Cap-Pointes hin bewegen, damit ihr dann dort nachladen könnt. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn du hier auf der Karte dann rumfährst und Richtung Schluss kommen ja dann immer die meisten Flugzeuge. So ungefähr schaut es aus. Und ihr habt dann auf einmal keine Munition mehr und dann könntet ihr 5, 6 Flieger vielleicht noch runterschießen. Vielleicht, ne? Vielleicht. Es ist natürlich dann peinlich, wenn man dann da steht im Gelände und hat nichts mehr. Weil dann könnt ihr euch dann auch anschließend gleich in die Luft sprengen, weil einfach nutzlos rumfahren bringt ja auch nichts. Ihr könnt höchstens euch als Ziel für den Gegner opfern, dass der auf euch schießt und vom anderen Kollegen ablässt. Aber dann müsste man ja Kamikaze sein, ne? Selbstmordkandidat. Ja, die anderen da, so, ja. Die anderen da, die da so Richtung Südosten von uns wohnen, ungefähr so 4.500 Kilometer oder sowas, ne? Oder 3.500 Kilometer, die da unten da wohnen, da so südöstlich von uns. Ja, die haben da keine Skrupel, ne? Die würden sich da jetzt so einen Gurt um den Bauch wickeln, ne? Mit Haufen Dynamitstangen dran. Und die würden sich natürlich jetzt opfern. Die würden sich jetzt hier auf den Marktplatz stellen, warten, bis das Flugzeug tief genug ist und würden sich dann in die Luft sprengen. Ja, und dann stell dir mal vor, das Flugzeug kommt, ne? Fliegt auf ihn zu und biegt vorher ab. Flugzeug zerstört. Ja, wunderbar. Der drückt auf den Sprengknopf, sprengt sich in die Luft und das Flugzeug ist kurz vorher abgebogen und nichts ist passiert. Hä? Eidaus. Ich glaube, der ärgert sich nachher noch. Tot. Ja, Leute, das Video geht dem Ende entgegen. Also gut, hören wir wieder mal auf. Lang genug gelabert. Euch voll gelabert, ne? Da sage ich herzlichen Dank, dass ihr wieder auf meinen Kanal geschaltet habt, dass ihr die Videos anschaut, dass ich eine ganze Menge von Likes von euch bekomme und hin und wieder mal ein schöner Kommentar. Das freut mich immer. Und dann würde ich sagen, habt selber recht viel Spaß in euren eigenen Spielen, egal welches Spiel das ist. Ob das jetzt Heyday ist oder Black Ops oder was weiß ich oder The Forest, je nachdem, ist ja egal. Spaß sollt ihr haben in euren eigenen Spielen und ich hoffe, dass euch auch meine Videos ein bisschen Spaß gemacht haben.
Und ich glaube, sagen zu können, wir werden uns beim nächsten Video wiedersehen. Und dann sage ich einfach mal, Voltrio, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Flak-Video. Und tschüss, euer PvP OK.